Was ist das? Eine Hand in der Toilette? Das ist nicht euer Ernst, oder? Was? Blut? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Hier, Entschuldigung, hier zu einem neuen Spiel Outlast auf meinem Kanal. Ich weiß, es ist schon ein sehr, sehr altes Spiel, aber viele, wirklich sehr, sehr viele, haben mich dazu getrieben, das Ganze mal auszuprobieren. Ich kenne noch gar nichts von dem Spiel. Ich habe sehr viel von dem Spiel gehört, dass es recht gut sein sollte und viele Jumpscares hat. Ich denke, wir werden einigen Spaß an der ganzen Sache hier haben. Und ich will auch gar nicht so viel rumschnacken. Lasst uns das Ganze mal ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit, euch das hier mit mir zusammen mal anzugucken. Let's go! Schwierigkeitsgrad machen wir auf schwierig, schön in der Mitte. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Hört sich schon mal gut an. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf dem Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Alles klar, das hört sich top an. Fangen wir an. Viel Spaß, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bam. 17. September 2013. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Markov Psychiatric Systems in Mountain Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fassen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Markov scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Also hier geht es anscheinend um irgendeine Traumtherapie und relativ viel crazy Zeug anscheinend. Und wir dürfen das Ganze als Enthüllungsjournalist natürlich mit der Kamera festhalten. Presseausweis. Nice, okay. Deine Ziele werden in deinem Notizbuch Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Ich will nur gerade die Empfindlichkeit noch ein bisschen runterstellen, weil die ist schon sehr hoch. Immer noch zu hoch. Okay, besser. Also mit Tab haben wir Notizen und Dokumente.
Notizen ist noch leer, Dokumente ist noch leer. Ah doch, hier haben wir was gehabt. Der Informant, das hatten wir eben gelesen gehabt. Hallo, ist da jemand? Also ich finde, dafür, dass das Spiel schon recht in die Jahre gekommen ist, sieht es doch wirklich gut aus. Sprinten können wir auch. Ah, Seiteneingang wahrscheinlich. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich. Jetzt, das war zu schnell. Ah. Ah, sorry, linke Maustaste. So. Also wenn ich sie gedrückt halte, kann ich sie langsam öffnen. Und wenn ich sie drücke, rechte Maustaste, um deinen Rekorder bereit zu machen. Ereignisse aufgenommen. Ereignis aufgenommen. Dein Notizblock wurde ein Eintrag hinzugefügt. Drücke N, um ihn zu lesen. Nervenheil entstand Mountain Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheil entstand Mountain Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Markov Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Markov Corporation hat eine lange Tradition ausbeuterischer Profit als Wohltätigkeitsarbeiter zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer an diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Alles klar. Notizen werden dein Notizblock nur dann hinzugefügt, wenn du deine Camera Recorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Also ich muss eigentlich möglichst lang den Cam Recorder hier aufrechterhalten. Mountain Massive Anstalt, okay. Hallo, ist da jemand? Kann ich klingeln? Nee. Geschlossen. Oder? Also müssen wir einen anderen Weg finden. Schon mal kein gutes Zeichen, wenn hier... Das sind ja Militärfahrzeuge wahrscheinlich. Vielleicht irgendwie vom Nachrichtendienst oder so. Jetzt müssen wir einen anderen Weg hier reinfinden. Boah, das Ding ist aber auch riesig, ne? Ich bin richtig gespannt. Halte STG-Link gedrückt, um am Boden zu kriechen. Guck mal, da oben müssen wir rein. Oder? Vielleicht haben wir auch hier Glück. Jo, eigentlich Hausfriedensbruch und Einbruch. Was wir hier alles machen, wenn wir jetzt da wirklich... Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du ihn mit Mausrad nach oben und Mausrad nach unten... Och Mann, das ist zu schnell. Warte mal. Okay, ich kann zoomen. Da müssen wir hin. Ich habe Angst, dass ich was verpasse, wenn ich das Ding wegstecke. Drücke Leertaste, während du dich vorwärts bewegst, um über einen Abgrund zu springen. Drücke Leertaste, okay, um zu klettern. Gut, das ist so ein kleines Tutorial jetzt am Anfang. Genau. Genau dann, wenn wir ins Haus reinkommen, stürzt es ab. Drücke F, während du die Kamera bereithältst, um den Nachtsichtmodus auf dem Camcorder einzuschalten. Beachte, dass das Nachtsichtgerät eine Batterie verbraucht. Setze überlegt ein. Boah, Leute, ist das heftig. Ich weiß halt auch überhaupt noch nicht, wann es losgeht.
Immer cool mit so Priestern. Ja, ja, die Mountain Massive Heilanstalt. Guckt euch den Himmel mal an. Nicht normal. Hier ist doch Satan am Werk. Oh, shit. Ich will die Tür nicht schließen. Alles gut. Bewege dich in Richtung einer Engstelle und... Ah, okay. Batterie benötigt... Ah, okay. Kannst Batterie wechseln, indem du R gedrückt hast. Okay. Alles voller Blut. Oh, hier haben wir wieder einen Eintrag. Patient Billy, Datum 14.10.2013. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Akkumulation. Ach du Scheiße, ey, diese Sachen hier vorzulesen ist ja echt eine Tortur, sage ich jetzt mal. Eine Tortur. Hallo. Wow. Okay. Was geht ab, Alter? Ihhh. Sieht aus wie ein Darm oder irgend sowas. Blut aus der Decke. Da oben liegt sicher eine Leiche oder so. Wow. Keine Ahnung. Ja, Enthüllungsjournalist hin oder her, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die würde ich doch nicht machen. Um 80 Grad durch den Abschluss, durch den Lüftungsschacht zu kriechen. Hä? War das der Raum, in dem wir... Das ist doch der Raum, in dem wir gerade waren, oder? Typen rum. Psst, leise. Können wir auch schleichen? Nee. Oh! Scheiß Dreckswichser, Mann, ey, nein. Shit. Oh, ich wüsste, es war ein Fehler, das zu spielen. Okay. Der Kopf ist ab. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Jetzt beruhig dich doch erstmal wieder. Oh Scheiße, hab ich mich erschreckt.
Wow! Scheiße, nein! Sie haben uns erwischt. Sind ausgebrochen. Die Varianten. Oh. You have to get the fuck out of this terrible place. Jo, der ist hinüber. Ach du Scheiße. Oh. Tschüss. Ich knall aber auch die Tür zu wie so ein Folter. Ist alles gut, Leute. Leise, Mann. Da hinten ist einer gelaufen. Oh, da will ich nicht rein. Ah, ich sehe ja nichts. Was ist das? Eine Hand in der Toilette? Das ist nicht euer Ernst, oder? Was? Blut? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Wir müssen unbedingt gucken. Little Fake. What the fuck? What the fuck? Was muss ich machen? And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Das ist mega heftig. Was passiert jetzt, ey? Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitstempel und den Haupteingang. Tabulator? Notizen. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Markov-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Markov Advanced Research Systems. Markov hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Markov Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Okay. Markov. Wenn nicht sogar dieser komische Wissenschaftler das eben gerade... Wenn der das nicht sogar war, ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen anscheinend... Das haben wir gelesen. Wir müssen anscheinend noch nicht einfach hier raus, sondern ich will herausfinden, warum und was hier mit diesen Leuten passiert ist und warum die alle tot sind. Oder beziehungsweise...
must proclaim the gospel. Okay. Was hier los ist? Ich meine, ey, alles voller Blut, Leichen, Gedärme. Neue Notiz. Eidesstattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Markov Hardline Security, MHS, geliefert, die Grund zu folgenden Annahmen hat: katastrophaler Sicherheitsabbruch oder Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr und Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugriff zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandte auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Markov Corp. oder ihrer Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Kann das mal einer melden? Da ist einer bei der Arbeit eingeschlafen. Hallo. Scheiße. Also da hoch wollen wir ja jetzt eigentlich nicht nochmal. Na, ist versperrt. Boah, das Game sieht richtig geil aus, Mann. Wo wollen wir hin? Zuerst runter oder dahin? Guck mal, da hinten ist einer. Dem scheint es nicht ganz gut zu gehen. Okay. Ich denke, es ist sicher schlau, der Blutspur hier mal zu folgen. Oh, wenn wir überhaupt weiterkommen. Ein Stromzeichen, rausfließendes Wasser, ob das so gut ist? Alle Türen verschlossen. Oh, da mache ich zum Schluss auf. Oh, warte mal kurz. Oh, das ist hier gar keine Tür. Ich wollte eigentlich die Tür zumachen. Ach, die steht hier. Okay. Witness. Oh! Wir haben eine neue Notiz. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschrieben. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und seinem Wohl tut. Ja, natürlich. Das ist nur zu unserem Wohl, was hier passiert. Wie sieht es eigentlich mit Speichern aus? Ah, kann ich gut.
Boah, Leute, guckt euch das an. Wir haben was gefunden. Batterien, los. Wieso? Wer macht denn bitte die Tür zu? Ich bin noch gar nicht fertig hier. Der Typ da hinten ist immer noch im Rollstuhl. Ich möchte gar nicht weitergehen. Sicherheitsraum, kommen wir hier rein? Für diese Tür ist eine Sicherheitskarte notwendig. Ja, brauche ich es aber nicht probieren. Vielleicht der Typ am Empfang. Hat der eine Karte? Der sieht doch aus wie... Guck mal hier. Nee, ist nix. Kannst du den nicht durchsuchen oder so? Auch nicht. Okay. Jo, Leute. Ich denke, an der Stelle werde ich den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bitte, ey. Schreibt mir ein nettes Kommentar. Haut mir einen Like-Button nach oben, damit ich weiß, euch hat es gefallen und ich soll weitermachen. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt und möchte wissen, wie es weitergeht. Hier in der Mount Massive Heilanstalt. Nervenheilanstalt. Ich will nicht unbedingt noch herausfinden, was hier los ist und was mit den Leuten hier passiert ist und genau, was der ganze Grund dieses Massakers ist. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Schrecken in der Nervenheilanstalt. Ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nier und einen schönen Abend noch. Ciao!